Phil Laude. Entschuldigung, wir haben eine Frage an Sie. Nee, nur eine kurze Frage. Funk sind die Schlimmsten, die Allerschlimmsten. Geht weiter. Was machen Sie, wenn die Impfpflicht kommt? Wenn die Impfpflicht kommt in diesem Land, bin ich raus. Ich wandere aus, Klaus over and out. Ja, und wohin? Nach Sachsen. Aber das ist doch auch Deutschland. Ich kenne einen Bereich in Sachsen. Ein Bekannter von mir, den ich oberflächlich kenne, hat dort einen Bereich, der autonom regiert wird. Nicht Teil dieser Deutschland GmbH. Dorthin wandere ich aus und mehr sage ich auch nicht mehr. Wenn ihr das wissen wollt, geht auf Klaus FM, informiert euch, ihr Schafe. Hier schon wieder. Hier. YouTube, ne? Ja. Neues Mikrofon, professionell. Ja. Was gibt's denn? Was machen Sie, wenn die Impfpflicht kommt? Ja, gute Frage. Also grundsätzlich bin ich natürlich ein großer Fan von Pflichten und Gesetzen. Was ich mich frage, ist, wie wird das dann exekutiert? Also wer darf pieksen? Also darf auch ich zum Beispiel beim Nachbarn pieksen, ne? Nur anpieksen. Also wer piekst wen? So, bitte. Wollen Sie eine Impfpflicht? Also ich find's geil, weil das boostert mein Aktiendepot. Ist mir auch egal, welcher Impfstoff eigentlich, weil ich habe eh auf alle Aktien einen Hebel. Der Spezi von mir, der hat noch so Johnson & Johnson, eine ganze Charge rumliegen. Vielleicht kann man die doppelt reinjagen bei den Geringverdienern. Macht er die Spritzen noch zu Money? Was machen Sie, wenn die Impfpflicht kommt? Also ich lasse mir nichts vorschreiben. Ja, ich folge den Lehren des Buddha und dem Universum. In Worte gefasst von meinem Guru Swami Ashtanga Shavasana Vishnu Satnam. Manchmal vom Arbeitsamt. Aber das ist auch Teil vom Universum. Sind Sie denn wenigstens geimpft? Es ist erwiesen, dass Leute, die sich impfen haben lassen, im September sterben werden. Zahlreich. Ja, aber jetzt ist November. Und wo sind die Menschen? Fast leer. Fast leer. Ich sag euch, Leute. Ich brauche keine Impfung. Mein Immunsystem ist fantastisch. Ich esse jeden Tag frische Pfifferlinge. So, und ich hab mir Pilzmittel für 3 Kaltblüter reinjagen lassen. Kaltblüter? Ich bin. Sind Sie ein Echsenmensch? Ich rede von Pferden, du Arschloch. Sind Sie geimpft? Na klar, 3-mal BioNTech. Alles andere sind Geringverdienerspritzen. BioNTech ist die Rolex. Ach, Leute, Fragen zum persönlichen Gesundheitsstatus in der Öffentlichkeit? Doppelt BioNTech, machen wir mal eine Ausnahme. Ne? Also ich habe gezögert, ja, wegen der Langzeitnebenwirkungen, die ja doch potenziell auftreten können. Aber als dann bei uns in der Gemeinde eine Aktion gab, einmal impfen, einmal Schweinsbraten, da war ich dabei. Also ich habe, als ich in mich reingespürt habe, noch nicht den Impuls gehabt, mich wirklich impfen zu lassen. Aber Mama Ayahuasca hat bei meinem letzten Trip auch gesagt, dass ich sehr vorsichtig sein soll, welche Energien, welche Substanzen ich auch an meinen Körper ranlasse. Was trinken Sie da? Das Kombucha-Tee. Davon muss ich mich immer übergeben. Das hört sich aber nicht so gut an. Nee, das ist ja Entgiften, Detox. Also ich detoxe beim Kotzen. Lassen Sie sich denn boostern? Bitte was? Ja, die Impfung auffrischen lassen. Ja, Auffrischimpfung ist das deutsche Wort dafür, ne? Ihr jungen Leute mit euren Anglizismen. Jetzt alles wird geboostert. Ne, ist auch alles nice, nicht mehr schön, ist auch nicht mehr Fremdscham, ist jetzt cringe alles, ne? Ja, ich gucke auch die Tagesschau, ich bin informiert über euch. Aber in Deutschland sprechen wir immer noch Deutsch. Ich bin auch Deutschlehrer. Boostern! Nee, boostern. Ihr sollt euch ein bisschen Verstand in die Birne reinboostern, so sind's nämlich. Lasst dich doch zum Mond boostern, lasst euch alle zum Mond boostern, haben wir hier kein Problem mehr. Ihr werdet schon sehen, was, so viel sag ich. Was werden wir sehen? Na, wo es alles angefangen hat. Ihr werdet schon sehen. Merkt euch meine Worte. Was? Genau. Ja klar, her mit der 4. Impfung. Lassen Sie sich dann wenigstens mal boostern? Jeden Morgen. Beim Yoga in der Peak Pose. Wollen Sie denn noch einen Lockdown? Ja, ich wünsche mir einen Lockdown. Lockdown für Geimpfte. Wegsperren sollte man euch, ihr Gedankenpolizisten. Noch ein Lockdown. Ja, weiß ich gar nicht, wie ich das aushalten soll in meiner Villa mit 6 Schlafzimmern. Läuft. Ja, bitte? Läuft denn auch Ihr Job weiter im Lockdown? Also es ist ja so, der Fatih ist nicht unerheblich investiert in diverse Medienunternehmen. Und die, also bei denen läuft, wenn es bei anderen nicht läuft, sagen wir es mal so. Ja, ist ja wahrscheinlich jetzt die einzig sinnvolle Lösung. Ne? Also man hätte natürlich auch ein bisschen vorher einfach in die Aufklärung, Digitalisierung, ins Gesundheitswesen investieren können, aber das ist ja langweilig. Dann lieber noch ein Lockdown. Wobei ich persönlich wirklich ein Problem hätte, weil ich habe jetzt alles durch.
Auf Amazon und Netflix? Nein, Tagesschau TV. Ich bin jetzt bei November 1977. Also ein Lockdown ist ja nur ein Problem, wenn man eine Arbeit hat oder Freunde. Oder 3G? Also, mein iPhone 13 Pro 1 Terabyte sagt 5G voller Empfang. Ganz hart durchgreifen. 2G Plus und AHA-Regeln, Alltagshygiene, Abstand, Alltagsmasken, alles. Ja. Ungeimpfte würde ich wegsperren. Was? Was? Spaß. Also, muss jetzt auch zum Unterricht, ne? Danke. Wie wär's mit 5G? Geimpft, getestet, genesen, Gehirn gewaschen. Aber das sind doch 4G. Geh weiter, ist das letzte G. Geh weiter. Ich glaube, da habe ich was nicht mitbekommen. Könnt ihr das kurz erklären? Ah, nee. Das Interview ist auch an der Stelle jetzt vorbei. Okay. Habt ihr nicht noch Fragen? Also ich hätte Zeit. Nee. Wollen Sie noch etwas zu der Situation sagen? Nee, Sketch ist vorbei. Was soll ich jetzt machen? Geh weiter, abonnier für Laude. Ja, besser ist es, ne? Besser ist es. Krieg dich noch. Hallo. Hallo. Ich krieg dich noch. Hier könnt ihr euch ein extrem gutes, sehr sachliches Video zu der ganzen Thematik von Mai reinziehen. Und wenn ihr danach wieder runterkommen müsst, gibt es hier ein extrem dummes Video von mir. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Tschö mit Ö.